Ja, hi und herzlich willkommen zur weiteren Runde Hexit. Hier mit der Spielpirat. Ihr befindet euch hier auf meinem Friedhof. Und ich habe gehört, hier möchte noch der ein oder andere mehr beiwohnen. Das kann ich verstehen. Wer möchte nicht hier die ewigen Jagdgründe eingehen wollen? Wir haben hier schon die ersten 14 Let's Player, Zuschauer, Abonnenten. Was auch immer ihr vorher wart, spielt hier eigentlich gar keine Rolle, denn ihr kriegt ein unifarbenes, unibeschriftetes Grab mit eurem Namen. Und wie ihr seht, habe ich noch jede Menge Platz für euch. Doch ich kann euch garantieren, das reicht hier nicht aus. Allein eure Anmeldungen seit dem letzten Video haben dafür gesorgt, dass ich diesen Friedhof hier schon fast verdoppeln muss von seiner Größe. Und deshalb wollen wir gar nicht zögern und fangen einfach neu an, den nächsten von euch hier beizusetzen. Wer wird wohl der Nächste sein? Ich habe hier zum Beispiel den Sir Minecraft. Da muss ich dich wahrscheinlich in zwei Zeilen schreiben. Sir Minecraft. Auch wenn Sir vielleicht ein bisschen falsch geschrieben ist. Aber ich denke, du passt hier gut hin. Dann haben wir noch einen für euch. Rest in peace, mein Freund. Rest in peace. Es ist Arthas. Ich schreibe dich mal groß. 03. Die Frage ist, was hast du alles erreicht? Und warum bist du hier? Schreib es uns doch einfach. Ich bin gespannt. Der nächste Rest in Peace-Fall, der sich hier verewigen wird, ist ein ganz verrückter. Scary LP 74. Na, Scary? Hat der Kanal nicht ausgereicht? Sind deine Let's Plays zum Verhängnis geworden? Rest in Peace. Kommen wir zum nächsten Kandidaten. Na, du willst wohl auch lange schlafen. Lange schlafen kannst du mit mir. Wen haben wir denn hier? Es ist der Hai Topfi. Wahnsinn. Hai Topfi. Ich weiß nicht, ob ich so einen großen Topf für deine Sachen finden werde, um deine Blumen zu. Deine kümmerigen, deine kleinen, fast verendeten Blumen hier einzupflanzen. Aber ich werde mein Bestes geben. Tja, wen würde es denn noch unter den Treibsand wagen? Tragen. Ah, wir haben hier einen Shadow. Er meinte zumindest, er wäre ein Shadow. Leider hat das nicht gereicht. Ich muss dich in zwei Zeilen schreiben. Oder passt du hier mit Zombie noch dahin? Nein, ein Shadow-Zombie. So, die Frage ist, welche Ironie hat ein Shadow-Zombie, wenn er auf meinem Friedhof liegt? Ja, das ist wohl die Frage aller Fragen. Ich schreib dich auch mal groß. Mit einem Bindestrich. Oh, es wird wieder dunkel, Leute. Yeah, Geisterstunde in the house. Mal gucken, wer hier noch bei sein wird. Wir haben hier den Jimmy. Er möchte ganz groß geschrieben werden, weil er dachte, er wäre vielleicht eine große Nummer, aber wird das wirklich gewesen sein? Wir werden es vielleicht erfahren, wenn er bei unserem Geisterbattle mitmachen sollte. Das werden wir sehen. Dann haben wir noch jemanden, der meinte, er müsste wahrscheinlich sich hier anpreisen. Iavesome mit Doppel-E. Iavesome? What? Keine Ahnung. Ich erinnere mich schon jetzt nicht mehr an dich. Egal. Rest in peace, next friend. Who are you?
Oh, dich mal zu Grabe zu tragen, mein treuer Facebook-Fan. Der Wahnsinn. Schön, dass du auch dabei bist. Somit haben wir auch definitiv ein paar Frauen unter uns. Die Andrea, Raven Eye, Entschuldigung. Da 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 da. Willkommen bei uns. Rest in Peace. So, wen haben wir denn noch da? Rest in Peace, Number, weiß ich wie viel. 24. Da haben wir einen Gorilla. Oh. Tja, ich habe wohl gehört, dass die relativ schnell am Aussterben sind. 2014 hat wohl nicht mehr gereicht. Jetzt liegst du schon 2013 bei uns. Tut mir leid, mein Freund. Tut mir leid. Wen haben wir denn noch hier? Wir haben noch einen, der Rest in Peace liegen möchte. Wer wird das wohl sein? Der Name ist wohl Programm, oder? Independent. Passt natürlich leider nicht mehr hier hin. Dafür kann ich aber nichts. Independent. Alter Schwede. Pendent. Ich weiß nicht genau, ob das so gewollt war. Auf jeden Fall hast du mir den Namen so gegeben. Kriegst du ihn so? Übrigens habt ihr gesehen, die Familie von unserem Shadow-Zombie ist angereist. Aber sie finden den Eingang nicht. Muhahaha. Okay, gehen wir weiter. Da möchte noch jemand schlafen. Beziehungsweise hatte er schon angefangen. Es sei denn, er wünscht sich vielleicht, lebendig begraben zu werden. Unser KingTube. Man weiß es nicht. Ich freue mich auf seine Rückmeldung. Was war denn dein grausamer Tod gewesen? Was hat dich dazu gebracht, hier zu sterben oder für dieses Grab gestorben zu sein? Hat sich noch gerade einer irgendwie kurzfristig umentschlossen? Wir haben hier den What Puncher in einer Art geschrieben, der Wahnsinn. Meine Tastatur klopft. Oh, ich habe gar keine Tastatur. Ich habe nur Grabsteine. Dann war das eben mein Meißel. RIP. Ich glaube, wir sollten mal ein bisschen Tempo vorlegen, oder? Sonst sind wir übermorgen noch nicht fertig. Wobei ich euch garantieren kann, dass wir übermorgen noch nicht fertig sein werden. Wir haben hier The Playing Dragon. Ich würde sagen, es hat sich für dich ausgespielt, mein Freund. Es hat sich ausgespielt. Ob ihr euren Namen ausgesucht habt, mit ruhigem Gewissen, dass ihr jemals hier enden werdet? Ich glaube ja wohl nicht. Oh, da haben wir jemanden, der sich beschwert hat, dass er sich schon frühzeitig angemeldet hat für diesen Friedhof. Und ja, ich hab dich nicht vergessen. Lukas 886. Willkommen. Noch ein Grab. Noch ein Grab. Melanie. Melanie. Muss ich jetzt wirklich einen Unterstrich machen? Nee. Melanie, mein Kekschen. Na, wie geht's dir? Du liegst auf meinem Friedhof. Du liegst auf meinem Friedhof. Melanie liegt hier rum. Ich hab sie begraben. Da kommt noch ein Grab. Ich finde das total amüsant. Ja. Wen haben wir denn noch? Wir haben hier LSL 15101. Ich würde mal sagen, das könnte deine Sozialversicherungsnummer sein. Bist du nichts weiter gewesen im Leben? Außer eine Nummer? Drei Buchstaben? Oh, ich höre eine Sternschnuppe. Extra für dich. Ich würde sagen, heute ist dein Glückstag. Wer kommt als nächstes dran? Es ist der Backfisch, LP. Backfisch. Oh, du hast dich beschwert. Oh, du hast dich beschwert. Und das ist überhaupt gar kein Problem. Du bist bei mir auf dem Friedhof. Aber deine Prioritäten, tja. Dritte Reihe. Zweiter von links. Merk dir die Nummer, das ist die letzte Adresse, die du jemals haben wirst bei mir. Jemals haben wirst. Denn hier steht keiner mehr tot auf. Nee. So, jetzt haben wir noch jemanden,
Da muss ich mal ehrlich gesagt ein bisschen abgucken. Bam, bam. Pain. Trick. Nächste Zeile. Was haben wir denn da? Ich weiß nicht, ob es die Rechtschreibung war oder was auch immer das sein sollte. Aber Pain, Trick, Shotting ist mir irgendwie gar kein Begriff. Schlaf gut. Oh, was sehe ich denn hier? Das war eine falsche Taste. Aber ich habe noch ein paar Friedhofsgräber für euch. Und die werde ich natürlich noch verteilen. Wen haben wir denn noch hier? Shish Kebab Smith. Okay, das klingt so ein bisschen wie indisch, Berliner, amerikanisch. So, ja, denn der Kebab hier in Berlin war erfunden. Shish Kebab. Mal ganz ehrlich, könnt ihr euch nicht einfache Namen einfallen lassen? Wenn ihr schon auf mein Grab wollt. Ich fühle mich gemobbt. Und wenn ich mich gemobbt fühle, dann stehe ich über euch. Die nächste Person. Rest in peace. Wir gucken einfach mal. Das ist der Fabian. So persönlich. Jeder weiß jetzt, wer du bist, denn du bist so einzigartig. Lieber Fabian, hättest du ruhig einen anderen Namen genommen, dann würde jeder wissen, wer du bist. Der Nächste. Na, liegst du neben deinem Freund? Hast du auch so einen markanten Namen? Marcy? Ich glaube, ich habe noch nie einen so tollen Namen gefunden. Fabian und Marcy. Das ist so romantisch. Ihr seid so toll. Was haben wir denn hier für einen? Ich würde mal sagen, du hast dein G vergessen. Aber das musst du selbst am besten entscheiden. Tunen-Profi. Tja, Tunen-Pro könnte ich dich auch eigentlich nennen. Aber wir machen keinen Bindestrich. So ein Profi bist du nämlich auch nicht. Profis gelangen nicht auf mein Grab. Nein. Hier kommen nur die ehrwürdigen Leute hin. Ja, die nichts erreicht haben. Nein. Wen haben wir denn hier? Oh, wir dürfen unser Rest in Peace nicht vergessen. So grundelementar wichtig. Flixle 2. Wahnsinn. Ja. Mal gucken. Wer jetzt bei Tagesanbruch hier auch noch einschlafen wird? Auf dich habe ich gewartet. Ich glaube, das ist eine 0. Oder ein O. Ist eine 0. Oder ein O. Ist aber eine 0. Nabel. Winston Nabel. Toll. Mit E hinten und das passt nicht. Weißt du was? Für dich finde ich noch eine Ausnahme, oder? Winst. 0. Abel. Das ist dein Name. Wenn du was Besseres verdient hast, dann sag mir einfach Bescheid. Ich werde es wahrscheinlich berücksichtigen. Aber mit größerer Wahrscheinlichkeit eigentlich nicht. Rest in peace, my next friend. Rest in peace. Da haben wir den Meister 600, der Sensemann, Nico D. Ich nenne dich mal einfach Meister 600. In Klammern. Nico D. Schlaf, mein Freund. Schlaf. Was haben wir denn hier noch? Rest in peace. Wollte noch einer beerdigt werden? Hier haben wir den Paul Nice. Paul Nice, mein Freund. Herzlich willkommen. Wir haben bis jetzt 41 Gräber ausgestattet und ich habe noch etwas mehr auf Tasch. Aber dazu komme ich später. Die nächsten drei hier auf dieser Seite werde ich noch machen, aber nicht mehr heute. Nicht mehr heute. Wenn ihr auch ein Grab haben wollt, schreibt es einfach in die Kommentare. Wenn ihr irgendwas Besonderes haben wollt auf dem Friedhof,
Dann könnt ihr mir ruhig eine Paysafe-Card schicken und ich mache es. Nein, Quatsch. Ihr wisst doch selbst, dass ein Friedhofswärter, einer derjenigen welche, der euch da eingräbt, euer Sarg verscharrt im nassen Sand, schönes Zitat übrigens einer geilen Band, und mit einem Grabstein verziert, der arbeitet doch nicht für Geld. Nein, ich arbeite nur aus Freude. Aus Freude, euch Lackaffen hier unter der Erde sehen zu können. Also, wenn ihr wollt, schreibt mir einen Kommentar, schreibt mir eine Nachricht und ihr landet auf dem noch größer und immer größer werdenden Friedhof. Ich freue mich, bis zur nächsten Folge. Euer der Spielpirat.